So, wir sind zurück zu Amicia und Hugo bei Aplaxtel. Und das Problem ist, dass Arnaud uns ja irgendwie so ein bisschen benutzt hat, beziehungsweise den Hugo benutzt hat und wir jetzt flüchten müssen. Aber jetzt wollen wir doch nicht mehr flüchten, denn wir wollen jetzt Arnaud aufhalten. Und wenn Arnaud tot ist oder den Grafen getötet hat, dann sehen wir... Warum ist doch irgendwas? Warum ist die Truhe? Seht ihr das? Zur Hölle, ja. Wie kommen wir zur Truhe rauf? So runterschlagen können hier? Lenken wir wahrscheinlich auch nicht. Da ist eine fette Truhe oben, da ist bestimmt gute Sachen drin. Wir kommen da nicht hoch. Es gibt ja einen anderen Weg irgendwie. Es gibt hier keinen Weg, ne? Ja? Auch nicht. Rüber mit dir. Wir sind in einem Stall, hier muss doch was sein. Guck mal hier. Gut, dann an die Arbeit. Na, wir können immer noch nichts bauen, wir haben noch kein anderes Werkzeug gefunden. Also was Cooleres bauen wir nicht. Ein bisschen was bauen können wir, aber was Cooles nicht. Los, Hugo. Ja. Ah, okay. Hugo? Tür auf da, Hugo. Hier, schieb den Karren zurecht. Nur den Grafen eigentlich angegriffen. Er hat gesagt, dass der Graf sein Schild kaputt gemacht hat. Ah, deswegen. Komm, hoch mit dir. Kletter hoch. Jetzt können wir auf die Truhe kommen. Okay. Gut. Jetzt Vorsicht. Was haben wir denn hier? Wow, jetzt haben wir auch Werkzeug gefunden und noch was Cooles. Okay. Hier hinten kommen wir bestimmt runter. Lass uns einmal kurz zur Werkzeugbank nochmal gehen. Ich glaube fast, dass wir jetzt was bauen können. Mal sehen, was sich machen lässt. So, also wir können. Da fehlt uns nochmal drei Doppelhalt und geht. Ah, das ist aber blöd. Aber was ist das denn hier? Können wir mehr Bolzen tragen? Das ist mir eigentlich egal. Dann brauchen wir keine Werkbank mehr. Ist natürlich cool. Das machen wir jetzt einfach. Viel besser. Ja. Jetzt hier hoch. Hoch. Und hepp. Alles klar. Gehen wir die andere Seite runter. Direkt. Sehr gut, sehr gut. Ups. Nein, nein! Beeil dich! Runter! Die anderen sind weg. Mein Vogel ist so gut wie drei Männer. Ein Falke, abgerichtet, um zu töten. Kannst du ihn aufhalten? Er ist zu schnell. Der würde mich erwischen. Wir müssen den Falken ablenken. Ich versuche, ihn wegzulocken. Wenn er angreift, suchen wir uns die nächste Deckung. Mach dich bereit. Der Falke reagiert schnell auf Sicht und Geräusche. Bleib so oft wie möglich in Deckung und lenk ihn. Aber dumm ist der, okay. Also, können wir den da hinten hinlocken? Oder wo müssen wir denn jetzt hin? Ist die Frage. Wir müssen doch rüber, ne? Okay, schaffen wir, pass auf. Mhm.
Okay. Die Frage, wo wir hin sollen. Da ist natürlich Feuer. Wir müssen da vorne wieder hin, okay. Das müssen wir irgendwie da ablenken. Jetzt können wir da hochlaufen gleich. Okay. Gut. Das ist schon nicht schlecht. Schon ein bisschen weggekommen. Zu schnell? Hey. Sie sind hier, der Graf lebt noch. Kannst du ihn aufhalten? Halt's Bauch! Was sollen wir tun? Nein! Du miese Verräterin! Die Schuld trägst du selbst! Das ist seine Armee. Ein Mädchen und ein Junge? Nein, warte! Victor, halt! Emmy? Oh, ein hübsches Ding. Verliere nicht die Beherrschung. Sie half. Sie sind keine Gefahr. Das stimmt. Natürlich. Ich töte deine Schlampe, Graf. Ich zeig dir, wie es ist, etwas zu verlieren. Du warst schon immer ein Schandfleck für die Ritterschaft. Und eine verdammte Nervensäge. Geht es dir gut? Sperrt ihn weg. Ich kümmere mich später. Woher kennt ihr dieses Biest? Wir teilten ein Boot und lernten uns dort kennen. Aber ich wusste nicht, dass er hinter euch her war, mein Herr. Also, wenn ihr keine Banditen seid, wer seid ihr? Amicia. Und das ist mein Bruder Hugo. Er fürchtet sich. Keine Angst, bitte. Du warst niemals in Gefahr, Kleiner. In diesen Tagen feiern wir das Leben und den Frieden. Würdet ihr beim Abendessen unsere Gäste sein? Seid ihr sicher? Ich meine... Natürlich. Emily hat recht. Nehmt es als Dank für eure Hilfe. Kommt mit uns. Ah, die Frauen. Die Frauen, ne? Wow. Das ist meine kleine Residenz, in die ich immer im Sommer besuche. Montecito. Hugo, komm. Nun, wie gefällt euch unsere Terrasse? Ist das wirklich euer Haus? Unser Zuhause. Es ist unglaublich. Kommt, kommt rein. Alter Schwede. Wow, so groß. Ja, und das ist nur ein kleiner Teil des Palasts. Oh, hättet ihr gerne ein paar Datteln, bevor wir euch euer Zimmer zeigen? Datteln? Was ist das? Eine Frucht, Hugo. Darf ich? Na komm. Natürlich, euer Gnaden. Hugo, langsam bitte. Ja. Ich weiß, dass hier alles sehr förmlich wirkt. Aber bitte, hier bin ich nicht euer Gnaden. Ich bin die Mutter. Seid ganz ihr selbst. Okay. Ja. In den hellen Tagen sind alle Einwohner von Lacuna eins. Vereint um den Sohn der Glutasche. Lecker! Haha, ein bon vivant.
Vorsicht, die sind gehaltvoll. Und wo kommt ihr her? Gayenne. Wir sind vor dem Krieg und der Pest geflohen und suchen ein besseres Leben. Wir hatten von dieser Insel gehört. Ihr seid hier genau richtig. Gehen wir weiter. Ihr seid sicher müde nach diesem Abenteuer. Das ist großartig. Ich weiß. Ich freue mich auf unser Zimmer. Na, ich weiß nicht, es ist so trügerisch alles. Bitte ein Zimmer für zwei her. Natürlich, Mutter. Soll man gut vorstellen, dass da irgendwas passiert. Ihre Mama? Nein, nur symbolisch. Und das sind unsere Gärten. Mein Lieblingsort. Herrlich. Endlich. Die Becken sind gesäubert. Ja, sind sie nicht hübsch? Ihr seid ganz schön jung für so eine Reise. Wo sind eure Eltern? Mama ist irgendwo, aber Papa wurde getötet. Von wem? Wie? Hugo. Victor, nicht so militärisch. Du kennst mich ja. Komm zu mir, Hugo. Ja. Siehst du diese Pflanzen? Die meisten sind nicht von hier. Aber wir konnten sie trotzdem großziehen. Und sie sehen toll aus. Dank viel Liebe und Pflege. Ich sperre mich ein hier. Wir sind genau wie die Pflanzen, weißt du? Wir trinken Wasser. Und wir brauchen guten Boden, Liebe und Pflege. Das Land steht euch offen, wenn ihr hier wachsen wollt. Aber das entscheidet die große Schwester, oder, Amicia? Vielen Dank. Das waren nette und wahre Worte. Ich möchte euch noch etwas zeigen. Victor? Natürlich. Komm, Hugo. Dieses Land ist stark. Der Sohn der Glutasche haucht ihm Leben ein. Wir schufen ihm zu Ehren die hellen Tage, in der Hoffnung, dass er wie prophezeit zu uns zurückkehrt. Zu uns? Zu Mutter und Vater? Und zum Volk. Wir beten nicht zu ihm als Gott, zu unserem tief schlafenden Kind. Wir lieben und ehren ihn, um sein Feuer zu erneuern. Psychos. Das sind Psychos, ich sag dir, das sind Psychos. Vielleicht auch nicht, aber ich glaub schon. Amicia, auf dem Stein, das ist mein Vogel. Moment, wollt ihr mit mir beten? Auf welche Art es euch beliebt? Sicher. Hugo? Ich bete zum Vogel. Und beten wir mal eine Runde. Eine kleine Flamme, doch hell in der Nacht, auf dass er als Sonne, als Sohn erwacht. 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 Danke. Herzlichen Dank. Wollen wir gehen? Verzeihung, Mutter. Dürften wir für Vater beten? Hugo? Ja. Ich verstehe, natürlich. Ich warte auf euch. Kommt, wenn ihr bereit seid. Lieber Vater. Hugo, ist das wirklich dein Vogel? Sieh genau hin. Oh, ja, ich kann es fühlen. Derselbe Schnabel und ich weiß es einfach. Gut, sehr gut. Gehen wir wieder zu ihm und erzähl hier niemandem was davon, ja? Das ist unser Geheimnis. Ich weiß. Da stehen die beiden. Ist alles für morgen bereit? Ja, die neuen Roben sind herrlich. Es wird... Perfekt. Verzeihung. Oh. Wollen wir? Gerne. Wir danken euch, dass ihr dem Sohn so bereitwillig gehuldigt habt. Jedes Kind ist die Zukunft unserer Welt. Ein Kind kann alles verändern. Das ist überaus wahr. Wir sind da. Wir reden aneinander vorbei. Bitte sehr. Oh, much separation here. Unsinn. Ihr seid unsere Gäste. Ein köstliches Abendessen wartet. Ein Abendessen, Amicia. Shh. Und wir besorgen euch neue Kleider. Anscheinend war eure Reise lang. Werdet ihr Anno töten? Hugo! Er kommt vor Gericht. Wie alle, die Böses tun. Und er tat dies oft. Aber du kannst als Zeugin für ihn aussagen, wenn du das möchtest. Doch nun genug davon. Hm? Kommt etwas zur Ruhe. Und morgen könnt ihr gern Lacuna erkunden. Die hellen Tage sind die beste Zeit dafür. Danke. Dankeschön. Na gut. Gräfin. Wisst ihr was? Auf den Betten kann man hüpfen. Ja. Ja. Das war nicht schlecht, ne?
Kapitel 9. Geschichten und Offenbarungen. Schauen wir, wie es weitergeht mit den beiden. Liegt ein bisschen idyllisch da, ne? Diese Kleider sind so bequem. Ja. Hey, komm her, du Schlafmütze. Ach, komm schon. Das ist die Sonne. Sieh doch. Es lohnt sich. Wow. Das ist... Wie ein Traum? Ja, genau, wie in meinem Traum. Wie wär's? Essen wir was und ziehen dann los? Auf geht's. Perfekt. Wuhu. Es ist wunderschön. Können wir was spielen? Hey, wir wollen herausfinden, warum du von dem Ort träumst, oder? Ja, lass uns gehen. Super, bin ich mal echt gespannt, warum wir davon träumen. Schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Vielen Dank dafür und bis dahin. Tschüss.